Hallo liebe Leute und willkommen zurück bei Elite Dangerous. Heute zeige ich euch mal meine derzeitige Lieblingshandelsroute, die schön zu fliegen ist, ganz entspannt, ohne großartiges Hin- und Herspringen zwischen verschiedenen Systemen und mit einem guten Profit. Es gibt derzeit Routen, die geben so um die 4000 Profit pro Tonne sogar, Hin- und Rückflug. Die ich euch gleich zeige, die hat so ungefähr 2850 bis 3100 maximal. Aber sehr entspannt. So, jetzt aber nochmal kurz zum Community-Event. Da habe ich gestern, ganz frech, immer noch Top 5%, einfach mal 10.000 Tonnen noch gesammelt. In die Top 5% kam ich dann mit, ich glaube, 6.500, 7.000 Tonnen. Und mal schauen, ob das reicht. Selbst die Top 15%, die müssten eigentlich sicher sein, bis es vielleicht zu Ende ist. Ich glaube nicht, dass ich nochmal hochfliege, denn das ist eine ganze Ecke entfernt von hier, wo ich gerade bin. Und da nochmal was abgebe. So, jetzt weiß ich auch rechts an der Seite, wo dieses Tier 5, 6, 7, 8 und so weiter steht, was das dahinter bedeutet, das fiel mir erst gestern auf. Und zwar, Tier 4 ist erreicht und da steht eine 7,5 Millionen dahinter. Also das Mil bedeutet dann natürlich Millionen. Und das sind die Credits, die dann die Top 3 Kommandanten erhalten. Wobei ich mal sagen muss, Top 3 Kommandanten von knapp 5000, die da mittlerweile teilnehmen. Finde ich ein bisschen wenig, hätten sie auch Top 10 machen können. Auf die paar Millionen kommt es dann bei denen auch nicht drauf an. Und ja, jedenfalls sieht man dann schon, dass es zum Beispiel beim Tier 8 ganz oben 20 Millionen für die Top 3 und dann wahrscheinlich, weiß ich nicht, so 17,5 oder 15 für die Top 5% gibt. Also man sieht schon mal, was ungefähr rausspringen kann. Und ich denke mal, dass Tier 6, Tier 7 müsste auf jeden Fall noch erreicht werden. Das Event geht noch knapp 4 Tage. Tier 8, weiß ich nicht. Das wird knapp. Ach so, ich sehe gerade, das bedeutet wahrscheinlich das Gleiche, oder? Tier 7, 7,5 Millionen bekommen die Top 3 Kommandanten. Und da sind, glaube ich, auch die Tonnen, die abgegeben werden müssen. Bis dahin. Genau, ab Tier 6 und Tier 7 haut das dann allerdings nicht mehr hin. Also genau, das sind dann einfach die Gelder, die man bekommt. Wunderbar. So, dann wäre das abgehakt. Wir gehen mal in die Karte rein, in die Galaxie Map und dann zeige ich euch mal, wo ich mich gerade befinde. Nicht weit weg von Morana. Morana ist von hier aus nur knapp 83 Lichtjahre entfernt. Und zwar sind wir gerade im System Kamokan. Und wir handeln zwischen Kamokan und Gritsch hin und her. Wir müssen von Kamokan nach Gritsch müssen wir imperiale Sklaven handeln und zurück selber. Das ist so das Maximum, was man aus dieser kleinen Route rausholen soll. Und ihr seht schon, die Entfernungen sind gerade mal 15,29 Lichtjahre. Das heißt, ich kann hier locker mit einem Sprung hin und her düsen. Wir wählen direkt mal Gritsch aus, denn dort müssen wir in den Salpeter Terminal, das sind in beiden Systemen jeweils die zweite große Station, Salpeter Terminal 250 Lichtjahre ungefähr entfernt und hier in Kamokan ist es die Kasparis Vision, auch hier die zweite große Station, müssen wir erstmal hoch, die hier, genau, knapp 100 Lichtsekunden entfernt. Und dann würde ich sagen, wir legen los, denn ich habe den Frachtraum schon voll mit 448 Sklaven. Mehr passen hier gerade nicht rein, die anderen können. Hier ist immer noch der Standard-Landecomputer drin, den ich immer noch sehr gern nehme. Handelsrang mittlerweile bei 17%. Und den will ich jetzt einfach nochmal ein bisschen steigern. So, komm schon, lass mich los. Ja. Gestern hat sich der Landecomputer einmal, da ist er hier reingeflogen und innerhalb der Station sich mit einem T9 verkeilt. Dachte ich auch, na super. Jedenfalls habe ich es dann manuell wieder gelöst und bin dann per Hand halt weitergeflogen bis zum Landeplatz. Ich weiß nicht, da ging nichts vorwärts. Weder der T9 hat sich bewegt, noch die Anaconda hier mit dem Landecomputer hat sich bewegt. Da ging nichts. So, da sehen wir es. Gritsch ist 15,3 Lichtjahre entfernt und mit der Handelsanaconda
hätte ich trotzdem eine Sprungreichweite von 19,3. Also auch mit anderen Schiffen. Könnte hier sehr gut hin und her springen. Nur ein Sprung, nicht über zig Systeme und mit einem echt guten Profit. Dafür, dass die Stationen auch relativ nah dran sind am System, nur ein Sprung nötig ist, könnt ihr hier wirklich gut handeln. Auch mit dem T6, T7, T9, mit der Clipper, mit der Python, mit der ASP, Cobra. Weiß nicht, Cobra, sind da zwei Sprünge notwendig? Weiß ich jetzt nicht. Jedenfalls trotzdem eine schöne Route, um ein bisschen Geld zu machen. Müsst auch keine Angst haben wegen der imperialen Sklaven. Hier hat niemand was dagegen, wenn ihr mit denen unterwegs seid. So. Und da sind wir schon. Und abgefangen wurde ich ja gestern genau einmal. Ich war ja schon öfter mal vorher, vor dem Community-Event, hatte ich schon mal ein bisschen hier gehandelt. Hab die gefunden. Hier ist es nur so, wenn ihr Richtung Salpeter Terminal fliegt, da rechts oben, Gridsch 8 und 6, die sind immer in der Nähe von Salpeter Terminal. Deswegen ruhig ein bisschen so unterhalb fliegen, sonst könnten die euch abbremsen, gerade hier Nummer 6. Das würde nämlich genau zwischen der Sonne und Salpeter Terminal liegen und würde dann nochmal die Reisegeschwindigkeit ein bisschen verlangsamen, zwischendrin dann wieder schneller werden. Deswegen ruhig ein bisschen weiter unterhalb fliegen und dann umgeht man das. So. Ihr könnt ruhig hier handeln gehen, ist mir egal, wenn die dann leer geschöpft ist irgendwann. Ich möchte ja nicht alles für mich haben. Manche von euch fragen sich ja immer mal, wie ich dann mal schnell so viel Geld gemacht habe. Da, schon wieder. Der Frachtraum ist voll und da hätten wir wieder so eine schöne kleine Fundstelle. Hatte ich gestern nochmal. Da bin ich gerade, ach genau, auf dem Rückweg war das mit der Anaconda von dem Community-Event hier runter. Nach Kamokan, da kam mir auch so eine Quelle entgegen. Die habe ich dann eingesammelt und wie es natürlich so war, wurde ich gescannt, weil das eine illegale Fracht wieder war, so eine kleine Kapsel. Und wieder 2200 Credit Strafe erhalten und die brachte mir bloß über 3200, also ein bisschen, kleines bisschen mehr, bloß ich glaube 100, 150 Credits als die letzte. Aber hat jetzt nicht so viel gebracht, aber eine gute Möglichkeit, wenn man auch neu im Spiel ist, einfach mal sowas mitzunehmen, ab in den Frachtraum damit und selbst mit einem Scan macht man immer noch ein kleines bisschen Profit. So, gut, dann landen wir hier einfach mal, ich lande jetzt mal von Hand. Nicht, dass ich das noch irgendwann verlerne, ich glaube es aber nicht, ich glaube es nicht, man könnte doch irgendwo... Suchte Systeme. Ich dachte, man könnte irgendwann mal ablesen, wie oft man vielleicht schon gelandet ist. Aber ich glaube, das waren einfach die Hyperraumsprünge und die verschiedenen besuchten Systeme, die man sich anzeigen lassen kann, die jetzt mit 1.49 der Statistik dazugekommen sind. So, komm schon. Und runter mit dir. Da werden wir gescannt, kein Problem. Bloß ein bisschen auf die Geschwindigkeit achten. Wenn hier jetzt nämlich jemand rauskommt, dann wird es eng. Achso, ich hatte übrigens auch zweimal. Bin ich auch selber rein und raus geflogen. Das Vergnügen, dass einfach so beim Reinfliegen mir jemand entgegenkam, ein NPC wohlgemerkt, und mir einfach frontal ans Schiff geflogen ist. Und nein, ich bin nicht auf der roten Seite rein, sondern auf der grünen. Das mache ich jetzt nämlich doch öfter, dass ich da raus und da reinfliege, so wie es gehört. So wie es vom Spiel her vorgesehen ist, bei der Einflugschneise. Oh, jetzt hier. Habe ich mir schon abgeguckt vom Landecomputer. Einfach erstmal zu weit fliegen und dann wieder ein Stückchen zurück. Oh, ach so, ja gut. Der hat sich gerade nochmal eingeschaltet, als ich den Schub auf 0 gesetzt habe. Okay, wunderbar. Hier haben wir dann die Sklaven. Auftanken müssten wir jetzt gar nicht unbedingt. Wir würden noch ein paar Mal hin und her springen können, ohne dass wir hier großartig Treibstoff verlieren. Gott, für 16.000 kriegen wir hier los. 2.300 Profit sogar. Für eine Tonne. Verhökern wir alles und dann ist das immer so knapp 1.000.000. 1.035.000. Heute ein bisschen mehr als gestern noch. Schön, wunderbar. Handeln wir. Und von hier habe ich gesagt, das Silber mitnehmen, das lohnt sich hier am meisten. Genau, 4.340, das ist ungefähr genau der
Wert, den ich auch noch von gestern im Kopf hatte, auch das nehmen wir mit. 450 Tonnen, knapp 2 Millionen. Und dann starten wir wieder, wählen wieder das andere System Kamokan aus. Hier mache ich es nicht so mit den Sidewinder kaufen, damit ich schnell auswählen kann, weil halt die beiden Systeme sehr nah beieinander liegen. So, auch hier wieder zweite große Station, Gaspares Vision, und dann geht das los. Das war vorhin noch nicht da, als ich rein bin. Also es ist wirklich sehr entspannt, wenn wir dann gleich mal auf die Zeit schauen. Also knapp 10, 12 Minuten höchstens hat man locker. Naja, 1,25, 1,3 Millionen, kommt jetzt drauf an, was das Silber noch bringt, eingenommen. Und ist echt entspannt einfach. Ist eine sehr schöne Sache. Nebenbei ein Filmchen schauen oder am RPG-Maker rumfummeln. Wer das noch nicht gesehen hat, schaut euch das ruhig mal an. Auch wenn er sagt, nee, so eine RPGs, die interessieren mich gar nicht. Aber der RPG-Maker an sich, der hat mich auch erst dazu gebracht, überhaupt sowas zu mögen. Fand ich vorher auch nicht so toll. Jetzt um nochmal hier kurz was anderes anzureißen. Ist echt ein super Tool, um einfach ein bisschen Spaß zu haben und mal ein paar Sachen rumzuprobieren. So, weiter geht's. Gaspares Vision, genau 100 Lichtsekunden entfernt. Genau, ich gehe nochmal kurz in die Karte rein, dann sehen wir mal, wie weit das Community-Event entfernt ist. Das ist hier oben bei Gauschpus. 260. Da werde ich dann wahrscheinlich bloß nochmal mit der ASP schnell hochfliegen und das Geld dann holen, wenn die Zeit vorbei ist oder das Event schon erledigt ist. Ich denke mal, mit den Top 5%, das klappt nicht. Aber mit den Top 15, das müsste eigentlich reichen. Hoffe ich jetzt einfach mal. Hier könnt ihr ohne Probleme schnurstracks Richtung Station fliegen. Da ist nichts im Weg, was irgendwie stören könnte. Ja, ich wollte wenigstens den Handelsrang mal auf mindestens 20% oder so bringen. Um den dann irgendwann vielleicht vor Horizons nochmal hochzutreiben auf Elite. Aber uiuiui. Da müsste ich wirklich extrem viel Langeweile mal irgendwann haben. Es macht mir gerade wieder relativ viel Spaß, einfach mal ein bisschen handeln zu gehen. So viel wie in den letzten paar Tagen habe ich seit ein paar Wochen oder Monaten nicht mehr wirklich gemacht. Aber hier die Route halt ist echt spitze. Und wir werden auch gleich sehen, es müsste immer eine große Anzahl an Sklaven und Silber sowieso vorhanden sein. Verzeiht. Entschuldigt. Mein Hals ist gerade ein bisschen merkwürdig. Man kommt eigentlich fast immer bei der Station seitlich rein. Ich glaube, ich habe es hier nicht einmal erlebt, dass ich hier gerade reingekommen bin. Ist aber auch nicht weiter schlimm. Ja, sieht geil aus, oder? Wie die hier schön angestrahlt wird. Halb im Schatten, halb im Licht der Sonne. Saugeil. So. Kommt jemand raus? Nee. Gut. Freie Fahrt. T9 passt sogar noch neben die Anaconda. So, Landeplatz 24. Wunderbar.
jetzt, oh, ja gut, jetzt wird sich gleich der Landecomputer wieder aktivieren. Gut, beim Landen gehe ich automatisch immer auf Nullschub erstmal und dadurch, dass er jetzt drin ist, hat er nochmal automatisch gelandet. Wunderbar, hat ja gut geklappt, wie ihr gesehen habt. Gut, jetzt können wir auch mal auftanken. Warenmarkt und das Silber verhökern für 589 Profit die Tonne. Und da kommen dann nochmal 263.000 dazu, also knapp 1,3 Millionen ungefähr. Zwischen 1,25 und 1,3 Millionen liegt der Profit immer pro Hin- und Rückflug. Und die ganze Sache hat jetzt, naja, ungefähr 10 Minuten gedauert. Also könnt ihr da in der Stunde ja, 7,8, 8 Millionen oder so farmen. Recht entspannt, recht locker. Das ist eine ganz angenehme Sache. Ihr könnt auch natürlich mit dem T9 mit 532 Tonnen ohne Schilde könnt ihr hier für Hin- und Rückflug ungefähr 1,5 Millionen rausholen. Quatsch, sorry, sogar ein bisschen mehr, 1,6 ungefähr. Aber ich weiß gar nicht, ob der die Sprungreichweite schafft von den 15,29. Müsste ich mir mal ausrechnen. Warte mal, das können wir direkt mal machen. Ich mache das mal nebenbei. Ich habe doch hier die Schiffe alle irgendwo gespeichert, außer den Typ 9 Transporter. Ich glaube, der schafft das nicht. 15,29. Das wäre interessant, wenn er das schafft, dann könnte ich mich vielleicht sogar überreden lassen, einfach nochmal so ein Teil zu kaufen. Ich baue mir gerade mal hier einen zusammen. Das geht jetzt relativ schnell. So. So. Sensoren. Frachtgestell. Das ist, glaube ich, das einzige Schiff mit einem 8er Frachtgestell mit 256 Tonnen. Ah ne, ich sehe schon, der schafft jetzt gerade mal 13,48, 13,5. Und da würde er noch viel weniger schaffen, wenn ich komplett die ganzen Frachtgestelle reinbaue. So, noch ein Doppelwerfer vielleicht dazu. Ja, der würde bloß 13,24 Lichtjahre schaffen mit 500 Tonnen. Also nicht mal den 532, ein 5er Schildgenerator ist da schon noch dabei. Ja gut. Nicht mal wenn ich auf 436 Tonnen runtergehe, also annähernd, dass der Anaconda nicht mal dann packt er das. Ja, das ist ein bisschen schade, dass die Sprungreichweite vom Typ 9 nicht so groß ist. Nee. Da fehlt einiges, da fehlen fast 2,5 Lichtjahre Sprungreichweite mit voller Fracht. Leer schafft er auch knapp 20. Aber voll leider nicht. Schade. Schade, schade, schade. Aber die Python müsste das packen und alle anderen Schiffe eigentlich auch. So, na gut. Hat sich der Handelsrang nochmal erhöht? Nö. Dauert ja manchmal eine Weile. Beim Handeln ist es so, das erhöht sich nicht sofort, sondern erst immer nach ein paar Minuten, ich glaube so 10, 15 Minuten, wenn ihr was abgegeben habt. Wenn ihr natürlich viel handelt hintereinander, ist es irgendwann, kriegt man das nicht mehr so mit. Aber genauso ist es manchmal beim Erkunden. Da hatten wir auch in der letzten Folge noch, oder in der vorletzten, die paar Daten abgegeben. Und da hatte sich dann erstmal nichts getan, da waren das noch 40%. Als ich dann später nochmal rein bin ins Spiel, waren es dann 41%. Also manchmal dauert das auch ein bisschen. Na gut, wunderbar. Das war's dann für heute erstmal. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Nehmt ruhig die Handelsroute, kein Problem. Und jetzt schauen wir mal noch kurz hier. Imperiale Sklaven, 145.000. Da könnt ihr euch tothandeln bis zum geht nicht mehr. Hier werden rudelbumsmäßig alle paar Minuten neue gezeugt. Nicht nur wenige. Ja, schön, wunderbar. Das war's von mir. Ich bedanke mich. Viel Spaß beim Handeln. Bis zum nächsten Mal und haut rein. Ciao.